Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von The Wardrobe. So, wir haben noch ein bisschen Museum zu erkunden, ne? Mal schauen, was wir hier noch entdecken werden. Okay, das sieht nach einem Kriegsszenario aus. Ja, ich weiß nicht, wofür das hier steht. Das soll Major TJ Kong sein. Und hier ist eine entschärfte Bombe. Die schauen wir uns erstmal an. One of the first ticking bomb models. I suppose the percentage of severed limbs caused by the early explosion of hand grenades has drastically declined since their invention. Ach so. If only you could suggest which wire has to be cut. A lot of trouble could be avoided, you know? You just have to read the hotspot name. It's diffused. Egal. I may have put the guard out of the game, but I remind you that the area is still watched by cameras. Ja, aber der Typ ist doch total hinüber. Hey Ralph, what's new? Ralph, I can't hear you when you talk so quietly. Also, was müssen wir mit diesem Ralph noch machen? Weil er das jetzt echt wegen der Kameras nicht nimmt. Out of the game, but I remind you that the area is still watched by cameras. Hm, okay. Also er sagt ja, wir haben ihn ausgeschaltet, aber noch werden wir beobachtet. Könnten wir das denn irgendwie zudecken? Better not. Okay, das geht nicht. Everyone has a good plan, which will not work. Okay, was würde noch gehen? I wouldn't know how to use it. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob wir das mit irgendwas verwenden sollen, wirklich. Ticket. Hm. Fotobibel, Chili. Ergibt eigentlich alles nicht so viel Sinn. Was nichts heißen will in diesem Spiel. Das sieht auch geil aus, wie er sich da festhält mit diesem Messer. So, was ist denn mit dir? Surely the rodeo act that's both most amazing and inappropriate of all time. Ja. If I were you, I wouldn't make fun of that missile. That big Nazi of a doctor is still giving thanks. Ah, wie auf diesem Bild, wo diese, ja, Blumen da reingesteckt werden. Oh, das ist Wurm. When I was young, I always dreamed of having one of these all of my own. And I still dream it, now that there's one in front of me. Ja, Panzer sind schon cool, aber ich muss nicht unbedingt so ein Ding fahren. Ich glaube, sowas kann man ja auch buchen, so eine Stunde Panzer fahren, not aber... Three anymore. I'm afraid it's just a showpiece. They'll have only left the external bodywork and very little else on the inside. Wer weiß. Unfortunately, the only thing I could realistically take here is that bouquet. And I will not do it. Warum nicht? Nimm es mit, nimm es mit. Okay, das geht scheinbar alles nicht. Panzer, das und das, okay. Hier haben wir wieder eine Maschine. Was soll das denn hier darstellen? Ein kleiner Dschungel. The Flowers of Evil? Aber da ist dann irgendwie durchgestrichen und ich erkenne nicht, was da steht. The flowers die evil? Ich erkenne es leider wirklich nicht. Der Affe ist geil. Monkeys are always so adorably irreverent. Don't even think about starting some strange snowball battle, I warn you. Okay, wir aktivieren mal die Maschine. Though the plant kingdom can seem harmless, there's an incredible variety of ways it could lead to your demise. In the Renaissance era, belladonna was used by ladies as eye drops to give a certain shine to their eyes. But its berries are potentially lethal. The oleander, one of the most common flowering plant species in the Mediterranean area, is poisonous enough to be avoided instinctively by the whole plant kingdom. Beware the classic health axiom of an apple a day. The seeds, if ingested in large quantities, can actually cause death. In short, if you're vegetarian or vegan, your days are numbered. Eat meat. Though, come to think of it, meat causes cancer. You all die. Wir werden alle sterben. Wir kommen da nicht mehr raus. The reasons leading to the outbreak of the Second World War are various and complex. The conflict lasted for 6 years, from 1939 to 1945. The parties involved and battlegrounds fought were numerous too. After all, they called it a world war for a good reason. Therefore, what we propose today is a brief, intense, and pragmatic summary of the entire conflict. Funny. I got a D in history in junior high, so go easy on me. Oh Gott. Tja, ich weiß nicht genau. Sollen wir etwa zur Zeit des Zweiten Weltkriegs mit der Zeitmaschine? Ja, schon ein bisschen krass, oder? Oh, ein Frosch. Smooched by hundreds of ugly spinsters because of a ridiculous fairy tale. Man, I don't envy that guy at all. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. No, right? Nicht beeindruckt, überhaupt nicht beeindruckt. Tja, mit dem Frosch irgendwas, aber was?
Das ergibt auch mal wieder alles keinen Sinn. Everyone has a good plan, which will not work. Vielleicht müssen wir den Popo einfach fotografieren. Definitely hier. Unlikely. Nee, soll auch nicht funktionieren. Okay. Tanzender Kaktus, wie geil. It's a trap! Oh mein Gott, das hier ist Kaktor aus den Final Fantasy Spielen, glaube ich. Sorry guys, but I can't fill my sweater with thorns. Das ist alles, mehr ist hier nicht. Ach, hey, hier Ralph, kann ich wieder Ralph nerven. Ralph, I can't hear you when you talk so quietly. Es ist immer überall das Gleiche. Ich kann nichts weiter machen da. Was könnte denn mit den Kakteen noch sein? You do it. Also gefährlich ist das ja nun nicht. Das könntest du ruhig mal machen. I don't understand what you're trying to get at. Das verstehe ich ja selber nicht mal. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Und was ist jetzt mit ihm hier? Er ist immer noch total fertig. It seems to me he's short of breath. I warned you, but you wouldn't listen. Hm, vielleicht kann ich... I wouldn't know how to use it. Okay, das geht nicht. Aber ich kann vielleicht... You are aware that... Oder hatte ich das sogar schon versucht? Es kann sein, dass ich es schon versucht habe. Tut mir dann sehr leid. Was? Moment, Moment, was? Hm. It's not a bad idea, but what do I need a photo of that room for? Ach, okay. Ich kann aber von anderen Räumen... Hm. Okay, die Haupthalle auch nicht. Hm. Ägypten-Ausstellung. Hm. Wovon will ich denn ein Foto? It's not the best subject, but still better than taking pictures of the food. Ja, das mache ich auch sehr gerne. Oh, der Fotoapparat ist sogar verschwunden daraufhin. Was zur Hölle sollen wir mit diesem Foto machen? Auf diesem Foto ist eine entschärfte Bombe. Aber das weiß natürlich die Person nicht, der wir das Foto zeigen. Hm. I wouldn't know how to use it. Das ist ja jetzt eine gute Frage. Okay, aber scheinbar haben wir ja das geschafft, was wir hier schaffen sollen, würde ich fast mal vermuten. Ich verstehe nur noch nicht, wieso. Okay, sehr interessant. Wir haben ein Foto geschossen, das sich irgendwer angucken könnte, aber aus welchem Grund? Na gut, ich hatte schon vor 2 oder 3 Parts den Hinweis bekommen, dass sich hier wohl angeblich dann irgendwann was ändert. Also schauen wir mal, dass wir hier vielleicht tatsächlich jetzt jemanden antreffen können. Mal schauen. Tatsächlich! Krass, die Zigeunerin ist jetzt da. I suppose I should ask her for my prize. Aber die ist ja gar nicht echt, sehe ich gerade. Die besteht ja... Das ist eigentlich eine Puppe, so eine Holzpuppe. Hello? What's with a concerned face? You never saw a puppet before? Sure, but not one handled with invisible strings by a headless Ach, puppeteer. Da oben. Wie gruselig. And able to speak, by the way. Do you have a problem with me not being controlled by strings? Well, no. And maybe it's illegal for a puppet to have a nice voice like mine? That's not what I meant. You women are really impossible. Okay, ich versuche mal das Ticket zu geben. I want a coupon at the carousel. Choose your favorite prize. Anything? Anything. Millennium Falcon von Lego, sehr cool. Ultimate Collector's Edition. Detective Comics Nummer 27. E.T. the Extraterrestrial für das Atari VCS 2600. Ich glaube, es ist ein sehr wertvolles Spiel. Poster des Films Metropolis. Amiibo von Prinzessin Peach ohne Beine. Finde ich alles sehr cool, aber das ist, glaube ich, das Wertvollste. I'd like a cartridge of the E.T. video game for the Atari. I gave out the last one ah, just ja, yesterday. No harm done. It's the worst game in history. But you're in luck. I can give you this. Ein kleines Geschenk. Let's have a look. How is it possible that all this stuff could fit inside such a small package? Metalhead starter yeah, set. Metal. Oh, das könnte für die Band von Bedeutung sein. Apparently it's a video cassette. Whatever that means. I love mystery. Also, ich muss aber sagen, es sieht eigentlich nicht wie eine Videokassette aus, sieht aus wie eine Tonkassette. Also, das finde ich jetzt ein bisschen komisch, ne? Die waren eigentlich nicht so dünn, die Videokassetten. Sagt sie Sorry noch irgendwas if I insist, anderes? But I really don't understand if you're a puppet or a flesh and blood person. Real or puppet? Who cares? Is it just our appearance that makes us what we are? Well, I'm a skeleton exactly because I'm dead. Sorry if I insist, but nee, okay, ist I'm a skeleton. Best Halloween costume ever.
Assuming it's actually a costume. Ich hoffe es. Hey, talk to me. Hey. Oh, schade, ich kann nicht mit dem Puppenspieler da oben sprechen. Das ist echt so scary. Wir hatten irgendwo ein Gerät zum Abspielen von Videos und ich weiß nicht mehr wo. Wo war denn das gewesen? Okay, Moment. Der Reihe nach. Nee, Moment. Ich muss nochmal gucken. Was hatten wir jetzt? Ach, Metal. Genau. Wir gehen mal hier hin. Und schauen mal kurz, ob uns das irgendetwas bringt, dass wir das jetzt haben. Ich finde ja immer noch das hier verdächtig. Den Heiligenschein würde ich immer noch sehr gerne einpacken, aber... Not even that would be enough to make him sing, I'm afraid. Ach so, okay. Auch das hilft ihm nicht. Yeah, Metal! Yeah, Metal! Und die kleinen Gauner hier? Stop for a second. I want you to reflect on what you just asked me to do. Ja, ich weiß, aber ich weiß auch nicht, was wir mit denen hier irgendwie mal machen könnten. Mit die endlich mit dem Mist hier aufhören. Your firecrackers or your life? Do you think you can scare someone dressed like that? Not even a fly. Now that I notice, I've never seen a more ridiculous Halloween costume. Really awful. I'm afraid I will just have to come up with something else. Nowadays, our generation is too desensitized by TV and video games. Thanks a lot, HBO. Okay, das hat also nicht funktioniert. Was? Das ist jetzt einfach weg. Okay, ich hoffe, dass wir das wirklich nicht mehr brauchen. A bit of lateral thinking. Okay, das funktioniert aber auch nicht. Das finde ich ja jetzt gemein, dass das weg ist. I'm running out of ideas. Ich hoffe, das ist auch wirklich so gedacht. Okay, die sind also zu abgestumpft. Bei denen bringt das nichts. Mann, wir haben so viele Orte, ey. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Und wir haben immer noch diese Kugel Spinnengarn. Die macht mich auch total fertig. Was ist eigentlich mit dir, Oma? Wolltest du noch irgendwas von uns? Oh. Grandma, two kids are out here making fun of me. Is someone being mean to my little Ronnie? Brats. Don't worry, honey. Now Grandma will take care of them. Geil, jetzt haben wir die Böller. Auch da weiß ich wieder nicht, wozu die eigentlich sind, aber... You should have seen their faces. Geil, wir haben die Böller. Next time those two will think twice before crossing Skinny. Sometimes your stupidity is disarming. I'd love to, but I'm sure I'll find another use more appropriate to my cause. Cool, okay. I hope they would leave some candy behind, but I'll make do with just the fireworks. Naja, das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Mir fällt gerade ein, wir könnten noch mal ganz kurz... die Kugel Spinnengarn, das hier vielleicht? I feel a strange energy which compels me to do... Okay, mach da nicht. Was könnte noch sinnvoll sein, das klebt? You do it. Ja, naja. I don't think I'll make any progress by doing that. Okay, nee. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Aber wir haben hier ja jetzt schon einiges geschafft. Wir sind da zwar mehr drüber gestolpert, als dass ich das tatsächlich zielgerichtet gemacht hätte, aber darauf kommt es ja auch nicht an, ne? Fluxkompensator beschleunigen. Using everything with every... Okay. Ja, nee. Nee, das bringt doch alles nichts. Den nimmt er immer noch nicht. Probieren wir mal nochmal. I can gladly do without the holiness. It's not for me. Okay, keine Holiness. Wüsste ich jetzt auch nicht, was wir hiervon mitnehmen sollten. Kriegen wir den irgendwie mit den Böllern daraus? The use of the mouse is not meant for... Okay, scheinbar nicht. I wouldn't know how to... Okay, das geht auch nicht. Und stinke ich immer noch oder rieche ich jetzt besser? Ups. Pretty Oh, was? Sorry. Pretty Bones, listen. Can we talk when you stop smelling like that? Okay, scheinbar stinke ich leider immer noch bestialisch. Wir bräuchten halt ein gutes Bad, dann würden wir auch besser duften, nicht wahr? So, jetzt mal kurz nachdenken. Hier war doch auch noch irgendwas gewesen. Ey, es sind einfach zu viele Dinge. Ich kann mir das nicht alles merken. Oder? War hier nicht noch irgendwas? Ach genau, hier war der Kassettenspieler. Ah.
This is a cool track. I've never heard it. Too bad I don't know the title. Ja, was bringt uns das jetzt? Achso, ich kann ja nicht mal damit was verwenden. Kann ich gehen und das hier drin lassen? Nee, dann nimmt das wieder mit. Habe ich es jetzt dabei? Nee, dabei habe ich es nicht. Aha, ich kann es nur wiedergeben oder wieder auswerfen. Ist ja interessant. Das heißt, irgendwas muss damit schon irgendwie sein, aber was? Na? Wieso spielt's diesmal nicht? Es spielt nicht mehr. Doch, jetzt. Ich kann nur mit dem hier interagieren. Kann ich den vielleicht dekorieren? I don't have the strength to counter still. Es tut mir leid. Ich versuche ja nur herauszufinden, was hier los ist. Better not. Okay, das ist ja wirklich das Einzige, mit dem ich hier irgendwie interagieren kann. And this? Ja, das ist das Beste, was mir gerade einfällt. Megafon? Wrong turn. Vielleicht ein Megafon hier dran? Better not. Tja. Ich habe nur diese Möglichkeiten. Okay, müssen wir später nochmal überlegen. Aber irgendwas muss es hier ja sein. Ist nur echt mega strange. Wozu können wir das spielen, während wir da drin sitzen und dann aber mit nichts kombinieren? Ist schon seltsam, oder? Mann, aber wir werden auch immer mehr Dinge hier los. Eigentlich müsste ich auch nochmal alles mit allem verwenden, ne? Das haben wir hier noch nicht gemacht. Zumindest von den neuen Sachen, die wir dazu bekommen haben. Und ich wollte eigentlich ja auch noch ausprobieren, ob wir in der Zeitmaschine das Datum einstellen können. Ja, mir gehen auch langsam die Ideen aus. Okay, also der Rest, ja gut. Nee. Nee. Wir kriegen das schon hin. Oh, hier war ja auch noch ein Ort, ey. Habe ich auch ganz vergessen. Könnte hier noch irgendwas sein? Böller? I don't have the strength to count. Aber wieso sollten wir das auch wollen? Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Ey, und dieses Foto, das ist mir ein totales Rätsel. Wahrscheinlich habe ich das nur gerade voll nicht auf dem Schirm. Oder hier unten irgendwas? Euch haben wir ja auch noch. Und irgendwas muss doch mit dieser Farbdose immer noch sein. Kann man das auf die verwenden, um die zu erschrecken? Weil er hatte ja nichts... Nee, ich kann auch nicht auf das Feuer anwenden. Weil das wäre ja sonst noch eine Möglichkeit gewesen. Battlehead? Starter-Set? Nee, das geht auch nicht. Using everything with... No. Das geht auch nicht. Oder Make-up-Entferner? In die Farbdose? It could even work, if it weren't so idiotic. Nee, das geht auch nicht. Okay. Und hier nochmal in die Zeitmaschine gehen. Aber ich wüsste nicht, warum wir unbedingt zur Zeit des Ersten Weltkriegs da sein wollen würden. I don't have any reason to visit this age right now. Nee, das wäre auch ein bisschen seltsam. Hm, das ist ja echt... War noch irgendwas in der anderen Welt? Naja, wir hatten... Ich mach noch mal kurz die Zeitreise. Vielleicht müssen wir noch mal was verändern an dem Bild, weil im Museum war ja dann noch mal ein neues Bild gewesen. Da müssen wir ihn ja eigentlich noch mal neu belatschern, dass er das bitte auch abändern soll. Okay, da haben wir nur die Sachen wirklich. Ach, danke auch für die Aufklärung, wer Manet war. How's the progress on your painting, Monsieur Monet? Totally ruined. Sorry, what? Nothing, nothing. Okay, kein neues Bild. Dann bleibt es wohl erstmal bei dem hier. Und das mit den Fischen haben wir ja erledigt. Und Jumanji nimmt da ja nicht mit, was ich total in Ordnung finde. Muss er auch gar nicht. Viel zu gefährlich, viel zu gefährlich. Ja, dann kehren wir halt zurück, ne, würde ich sagen. Back in unsere Zeit. So. Die Frage ist, was müssen wir tun? Aber ja, wir können ja auch nochmal bei dem Einsiedler gucken. Wir können nochmal in dem Haus gucken. Also wir haben auf jeden Fall nochmal ein paar Stellen, wo wir hingehen sollten. Oder auch dieses, Moment. Hier zum Beispiel.
Gott, es sind halt so viele Orte. Wir können hier zum Beispiel auch nochmal gucken bei der Pflanze oben. Irgendwie beende ich voll viele Parts oben bei der Pflanze, weil die mich richtig nervt. Ich möchte die endlich loswerden und wir werden die einfach nicht los, die Pflanze. Hier, friss die Böller. Da, schon wieder nicht. Ich will endlich die Pflanze loswerden, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Ich werd die einfach nicht los. Und das hier ist auch immer noch sehr mysteriös. Ach so. Ach nee. Genau, jemand hatte ja geschrieben, Foto von den Selfies machen. Aber das haben wir ja jetzt nicht mehr. Ist ja jetzt schon weg. Hä, was ist da? Seht ihr das? Ich frage mich bei solchen Sachen dann immer, ist das gerade falsch angezeigt oder... Und hier können wir auch nicht, oder? Can you be more specific? Nee, ich will eigentlich nicht spezifischer sein. Es tut mir schon sowieso sehr leid. Ich guck nochmal hier im Fass. Nochmal Bier und jetzt nochmal... Ach nee, nochmal versuchen... There's something unhealthy about asking me to do this. Okay, dann nochmal so. No. Okay, ich dachte, ich kann es vielleicht... Ach, wir haben ja auch noch den Kühlschrank. Ob da noch was ist? Boah, hier war ja auch so viel gewesen. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass wir hier noch irgendwas tun können. Chinesisches Essen, gebratener Vogel, Gameboy. Oh Gott, okay. Wir machen an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Oh, ich wollte gar nicht nochmal drauf drücken. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge von The Wardrobe wieder. Ich gucke mich mal wieder ein bisschen um, aber ich freue mich natürlich auch über eure Tipps. Und irgendwie kriegen wir das dann gemeinsam hin, meine Lieben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Wardrobe wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.